In diesem Video bringe ich dir das Kartenspiel Hungry Monkey vom Spielaufbau bis zum Spielende bei. Doch vorher hole ich mir noch was zu essen. Hungry Monkey ist ein flottes Kartenspiel ab 8 Jahren mit einer Dauer von etwa 15 Minuten. 2 bis 6 Spielende treten gegeneinander an. Eine Runde gewinnt, wer es zuerst schafft, alle Karten aus der Hand wie auch aus der eigenen Reihe loszuwerden. Der Affe hat seine Frühstücksbohne verloren und ist mächtig hungrig. Da hungrige Affen niemand ausstehen kann, ich sag nur hangry, hilft der ganze Dschungel mit, die Bohne zu finden. Legt die Bohnenkarten und die böse Miezekarte zur Seite. Mischt anschließend den restlichen Kartenstapel und haltet dann die böse Miezekarte direkt daneben. Dort, wo der Strich ist, passend zu eurer spielenden Personenzahl, sortiert ihr die böse Mieze einfach direkt mit in den Stapel ein. Sie wird später angeben, wann die zweite Phase des Spiels beginnt. Als nächstes legt ihr verdeckt 4 Karten vor jede Person. Aber Achtung, wirklich niemand darf sich die Karten ansehen. Zum Schluss ziehen alle 3 Handkarten und die Runde kann losgehen. Eine Runde Hungry Monkey wird in 2 Phasen gespielt. In der ersten Phase versuchst du die Karten auf deiner Hand und in der Reihe vor dir kennenzulernen und zu optimieren. Dazu legst du Karten aus der Hand ab, nutzt Effekte und ziehst neue Karten. Sobald die böse Miezekarte zu sehen ist, beginnt die zweite Phase. Jetzt gilt es, möglichst schnell alle Karten loszuwerden. Zuerst aus deiner Hand, dann, sobald deine Hand leer ist, die Karten aus der Reihe vor dir. Ihr spielt 3 um, beginnend mit der oder dem Jüngsten. Bist du am Zug, versuchst du mindestens eine Karte mit dem gleichen oder einem höheren Wert als die zuletzt gespielte Karte offen auf den Tierstapel zu legen. Du musst mindestens eine Karte spielen, kannst aber auch mehrere gleiche Karten ablegen. Sollte dir dies nicht gelingen, musst du den kompletten Tierstapel, so wie er gerade ausliegt, auf die Hand nehmen. In der ersten Phase des Spiels, also bevor die böse Miezekarte aufgedeckt wurde, darfst du entweder eine Karte aus deiner Hand oder eine zufällige Karte vom Nachziehstapel spielen. Meistens wirst du, solltest du passende Karten besitzen, auf deine Handkarten zurückgreifen. Solltest du keine passende Karte auf der Hand haben oder willst du eine Karte lieber für die zweite Phase aufheben, kannst du eine Karte vom Nachziehstapel nehmen und diese ausspielen. Aber Vorsicht! Entspricht sie nicht den Legeregeln, musst du den gesamten Tierstapel auf die Hand nehmen. Ist also ein bisschen Glücksspiel. Am Ende deines Spielzugs ziehst du auf 3 Handkarten nach. Sollte dabei die böse Mieze sichtbar werden, beginnt die zweite Phase, die heiße Phase einer Runde. Ihr versucht jetzt, eure Karten schnellstmöglich loszuwerden. Bist du am Zug, möchtest du erst alle Handkarten, dann die Karten in der Reihe vor dir loswerden. Sobald du keine Karten mehr auf der Hand hast und wirklich nur dann, darfst du in deinem Zug genau eine Karte aus der Reihe vor dir ausspielen. Auch diese sollte mindestens den Zahlenwert der zuvor gelegten Karte aufweisen. Ansonsten wandert wie immer der Tierstapel auf deine Hand. Doch stopp! Woher sollst du eigentlich wissen, welche Karten in der Reihe vor dir liegen? Und wie kannst du die Karten in der Reihe vor dir optimieren? Für diese und andere Aufgaben haben einige Tiere in Hungry Monkey Fähigkeiten, die beim Ablegen aktiviert werden. Und diese Fähigkeiten erklärt uns jetzt eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet der Zoologie. Er hat so ziemlich alle Tiere in Hungry Monkey nicht nur in ihrem natürlichen Lebensraum erforscht, sondern ist mit ihnen nahezu eins geworden. Mir live zugeschaltet aus der Humboldt-Universität zu Berlin, der überragende, unübertroffene Forscher Alexander von Humboldt. Hallo, Herr Humboldt. Vielen Dank für die Vorstellung. Sie haben nicht übertrieben. Ja, Herr Humboldt. Zuallererst, wie hat Ihnen das Spiel Hungry Monkey denn eigentlich gefallen? Nach einigen Partien Hungry Monkey gefällt mir besonders das Thema. Es ist gut recherchiert und keineswegs aufgesetzt. Besonders die Fähigkeiten der Tiere entsprechen ihrem natürlichen Verhalten.
womit wir auch schon beim Thema wären. Die Fähigkeit einer Karte wird ja aktiviert, sobald diese als letzte ausgespielt wurde und oben liegt. Spiele ich beispielsweise zwei Spatzen in meinem Zug, wird nur die Fähigkeit des letzten Spatzes ausgeführt. Korrekt, aber beginnen wir doch beim kleinsten Tier. Der Ameise. Es ist bekannt, dass die Ameise sehr stark ist und vor keinem anderen Wesen zurückschreckt. Ihre Fähigkeit im Spiel spiegelt das wider. Denn die Ameise darf auf jede Karte gelegt werden. Beispielsweise auch auf das viel stärkere Nashorn. Wird sie gespielt, beginnt sie, wie in der Natur, ein Vielfaches ihres Körpergewichts zu stemmen. Spiele ich also die Ameise, nehme ich alle Karten des Tierkartenstapels bis auf die soeben gespielten Ameisen auf die Hand. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, mir starke Karten zu angeln, die Mitspielende vor mir gespielt haben. Richtig. Nun zur Schlange. Wie in der freien Wildbahn auch, schleicht sie sich in Hungry Monkey nahezu unbemerkt an sämtliche Orte und kann dort alles sehen. Wird sie gespielt, kann sie sich unter eine Karte in den vor uns liegenden Reihen schleichen und sie sich ansehen. So erschleicht sie sich interessante Informationen. Weiß ich, was meine Mitspielenden vor sich liegen haben, ist das ein spannender Wissensvorsprung, den ich in der zweiten Phase der Runde nutzen kann. Aber ich kann die Schlange ja auch nutzen, um meine eigenen Karten, die vor mir liegen, kennenzulernen. Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe in der ersten Phase einer Runde. Kenne ich die vier Karten in meiner Reihe nicht, spiele ich in der zweiten Phase im Blindflug. Aber dabei hilft mir nicht nur die Fähigkeit der Schlange. Auch der schnelle Spatz hilft mit seiner Fähigkeit. In der Natur ist der Spatz dafür bekannt, Dinge von einem Ort an den anderen zu bringen. So auch hier. Er sorgt dafür, dass die Person, die ihn spielt, eine Karte von der Hand, die sie also kennt, mit einer Karte aus der Reihe vor sich zu tauschen. So kann ich bewusst Karten in die Reihe vor mir spielen, die ich in der zweiten Phase problemlos ausspielen kann. Affen zum Beispiel. Die Affen sind sehr spannende Tiere, denn sie können andere Wesen imitieren, ja sogar kopieren. Ja, ist das so? Auf meiner Forschungsreise in den Dschungel hat mich ein Affe kopiert. Viele meiner Expeditionsmitglieder haben den Unterschied gar nicht bemerkt. Krass. Und so ist es auch im Spiel. Der Affe kopiert einfach die Karten in seiner Umgebung. Wird er auf eine Karte auf dem Tierstapel gelegt, kopiert er die Karte unter ihm, inklusive des Effekts. Auf einen Spatzen gelegt, wird der Affe beispielsweise zu 2. Und die aktive Person kann auch die Fähigkeit des Spatzes verwenden. Zudem kann er bei Viererbanden wichtig werden. Aber zu den Viererbanden komme ich später. Wir haben hier noch den flinken Mungo. Korrekt. Mungos sind Raubtiere. Aber noch viel wichtiger für ihr Überleben, sie sind schnell. So auch in Hungry Monkey. Denn wird ein Mungo gespielt, darf die aktive Person gleich noch eine extra Runde machen. Das bedeutet, sie spielt den Mungo als oberste Karte und aktiviert den Effekt. Dann würde sie in der ersten Phase wieder auf 3 Handkarten nachziehen und anschließend einen weiteren Zug machen. In der zweiten Phase könnte man nach dem Mungo sogar eine weitere Karte aus der ausliegenden Reihe spielen. Ja, das ist richtig. Aber kommen wir zum nächsten Tier. Haben Sie schon einen Büffel gesehen? Was ist Ihnen an seinem Verhalten aufgefallen? Tja, sehr selbstbewusst, ist gern der Stärkste in der Gruppe und umgibt sich oft mit schwächeren Wesen. Korrekt. Und das macht er auch in Hungry Monkey. Wird der Büffel gespielt, muss die nächste Person am Zug eine niedrigere oder höchstens gleichwertige Karte spielen. Man könnte fast meinen, der Büffel hätte Angst vor stärkeren Tieren. Das hat er. Denn stärkere Tiere oder im Spiel eben Karten können ihm gefährlich werden. Beispielsweise der König Tiger. Diese Raubkatze verschlingt andere Tiere und zieht sich vollgefressen zurück. So ja auch in Hungry Monkey. Wird der Tiger gespielt, wandert der komplette Tierstapel auf den Ablagestapel. Die Tiere sind verspeist, weg, aus dem Spiel. Und der Tiger zieht sich vollgefuttert mit auf den Ablagestapel zurück. Das klingt hart. Die Natur ist hart. Aber im Spiel ist dieser Moment eigentlich immer sehr lösend, denn so kommen Karten aus dem Spiel, der Tierstapel bleibt schmal und man kann wieder mit niedrigen Zahlen zu spielen anfangen. Neben den Tiereffekten gibt es ja noch einen Effekt, die Viererbande. Diese sorgt ja ebenfalls dafür, dass der Tierstapel aus dem Spiel wandert. Die Viererbande entsteht, sobald mindestens 4 gleiche Karten aufeinander liegen. Da der hungrige Affe Karten kopieren kann, zählt dieser ebenfalls zur Viererbande. Entsteht beim Ausspielen von Karten eine Viererbande, wandert der Tierstapel, wie auch bei König Tiger, auf den Ablagestapel. Die normalen Effekte der Tiere verfallen aber. Die aktive Person darf anschließend einen weiteren Zug machen. Ja, vielen Dank, Herr Humbug. Es war mir eine Ehre, Sie zu diesem Thema gesprochen haben zu dürfen. Das kann ich verstehen. Ach ja. Tschüss. Okay. Sobald eine Person ihre letzte Karte gespielt hat, endet die Runde und die aktive Person gewinnt.
Anschließend können die übrigen Spielenden die weiteren Plätze ausspielen. Eine Runde Hungry Monkey ist so schnell gespielt, dass ihr oft mehrere Runden hintereinander spielen werdet. Dabei kommen die Bohnen ins Spiel, auf welche der spieltitelgebende hungrige Affe so wild ist. Doch wie das genau funktioniert, lest ihr am besten selbst in den Spielregeln nach. Und das war's auch schon mit dem Spiel Hungry Monkey. Ich möchte mich noch einmal bei Herr Humbug bedanken. Ob er schon mal die Tiere aus dem Spiel Animal Poker kennengelernt hat? Naja, also du kannst es jetzt auf jeden Fall. Denn in diesem Video stelle ich dir das spaßige Kartenspiel vor. Und in diesem Video erkläre ich dir das Kartenspiel Blaze. In diesem Sinne, bis gleich!